Moin Moin und herzlich willkommen zur Welttour im FSX mit dem komischen Lappen hier. Hallo. Wir sind hier in Lützelinden oder wie es viele auch nennen mögen, in Lützelinden. Weißt du das IKEO-Dings nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Gerade eben hast du noch Scheiß drauf. So, wir starten. EDFL. EDFL, ja, IQ Delta Foxtrot immer. Wir starten an diesem Flughafen, werden nach Stuttgart fliegen. Von Stuttgart aus gehen wir. Ja, werden wir sehen weiter eben. Ja, wir haben noch keine Pläne gemacht. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir auch Langstreckenflüge machen, aber da wir eben nur mit der Muni fliegen, müssen wir uns auf kürzere Strecken einigen. Ja, ich roll schon mal ein Stück vor, damit du direkt hinter mich kannst. Genau, dann machen wir einfach noch unsere Take-Off-Procedure-Kacke, dass wir eben. So, du weißt den ganzen Plan noch? Ja, es ist extrem windig und wir haben das komplett falsch eingeschätzt. Ja, also ich bin am Anfang erstmal abgeschmiert, weil mein Höhenruder dann auch noch verkackt hat. Warum, weiß ich immer noch nicht. So, eine Sache bei diesem Runway ist, er ist enorm kurz und da hinten ist ein scheiß Baum. Also wir müssen hochziehen, was das Zeug hält. Ja, und mir fällt gerade auf, dass der Flugplan drin nicht mehr drin ist. Ist egal, weißt du es nicht? Ja, nein, ich weiß ja nicht, wie wir nach Stuttgart kommen. Wir sehen uns gleich wieder. Eben rein, ja. Ja, bis gleich. So, hier sind wir wieder. Ich habe den Flugplan reingehauen und den sehen wir hier auf unserem schönen Garmin G1000. So, wir treffen jetzt noch ein paar Starteinstellungen, die bei mir eigentlich noch recht erhalten sind. Warte mal, was war noch gleich? Barometer? Warte. Altimeter, also Q&A, schön Messeinstellung. Ja. Nee, ja doch. Was war's genau war? Die Einstellung wollte ich wissen. Achso, Tuner 88 mittlerweile. Wir haben hier extreme Druckveränderungen. Okay. Damit kann ich leben. Alles klar. So, okay. Eine Sekunde. Ja, den ILS habe ich auch noch eingestellt. Den Kurs für ILS, den muss ich auch noch mal schnell. The fuck? Wir werden komplett ILS fliegen müssen jetzt, weil wir sehen nicht viel und das Wetter ist scheiße. IFR fliegen wir mal, ILS Approach, so 07. Für die, die sich fragen, warum wir denn so blöd behindert hintereinander auf dem Runway stehen, das liegt einfach daran, dass wir sehr dicht hintereinander fliegen. Oh ja. Was auch schwer in die Hose gehen kann, also wir müssen echt vorsichtig sein. Aber ich muss dann in der ersten Phase muss ich dann vor dich, das heißt ich drehe vor dir nach rechts. Wenn ich jetzt sag, dass ich quasi hochziehe, hinten am Rotate. Ja. Wenn ich Rotate sag, dann bist du schon losgerollt. Ja, ich wenn ich sag, wenn ich sag Start, wenn ich sag, ich starte jetzt, dann zielst du bis 5 und dann startest du auch. Sagen wir mal, check this mixture rich, landing lights on. Und wir fliegen am Anfang mit 100% und nicht langsam hochdrehen, sondern mit einmal hochdrehen. Ja, wir können hier nicht langsam ziehen, sonst haut es uns in den Baum. Ja. Flaps 1, QNH set, lights on mixture rich, schon gecheckt, checked. Runway is not clear, but I don't care. It will be clear later on. So, was für Landing Checklist? Takeoff Checklist completed. Also, los geht's. Ja. Würde ich auch sagen. Oh Gott. Ich sehe es kommen, hä? Hey. Wind. Na, ist ein bisschen schwächer als vorhin. Aber immer noch heftig. Heftig, Alter. So, du darfst. Ich bin schon. Okay. Ich bin sehr dicht hinter dir. Mein Gott. Recht dicht. Die Würde schleppen müssten mich eigentlich schon recht. So, ich zieh hoch. Oh okay. Gott! 10. Ah, ich pass muss halt auf 20%. Oh Rotate. Gott. Pass auf wegen Stall. Ja, ich pack gear up. Alter, ich werde hier runtergedrückt. Gear up. Autopilot rein. Gut, ja, hab ich schon. 80 Knoten mindestens hältst. Alter, siehst du mich? Ja, ich dreh mal nach rechts, okay? Alter, das gibt's doch nicht. So, ich komme jetzt wieder auf Kurs, keine Sorge, ich bin. So,
So, ich mache jetzt den Autopiloten an. Wie können wir bei so einem Wetter fliegen? Autopilot, Altitude. Für alle, die sich fragen, was hat der getrunken? Ihr habt recht. Heading? 066. So, du bist hinter mir? Nein. Vor mir? Ja, dreh mal auf Heading 095. Nein, 0. Zero. Sorry, nein, 190. Okay, 190. Mach den Autopilot mit Altitude ETC an. Ja. Flaps retract. Gear is up, mixture still rich. Speed 100%. Climb rate 800 feet, okay. Alter, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe gerade. 800 feet. 190. Ja, ja. Und was war noch mit irgendwas anderes hattest du Climb noch rate 800. 800, okay. Vertical speed. Ah, jetzt sehe ich dich auch. Hallöchen. 5000. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das überlebt habe, Leute. Flaps retract habe ich. So, was sagt deine Geschwindigkeit? 132 Knoten. Ich bin auf 127. Slow mal ein bisschen down. Nur ein winziges bisschen. Ich schaue, dass wir auf einer angemessenen Distanz bleiben. Landing Lights lasse ich den ganzen Flug an. Warte mal, Heading sagt nochmal. 185 mittlerweile, weil ich jetzt auch ein bisschen nach links muss. 185, Heading 185. Oh mein Gott, es kommen Wolken. Wir haben eine Wolkenfront. Irgendwie fliege ich ein bisschen weiter links als du, aber das liegt wahrscheinlich. Ich glaube, wir. Warte. So, ich check mal schnell die Aces von FSX ab. Mhm. Und zwar haben wir. Ich glaube. 126 ist nur 125. Mach ich mal ab. Ich gehe hier mal auf. Warte, was zur Hölle? Hm? Und 2 hat auch auf Receive. Das ist ja schön und gut. Das heißt, wir gehen hier willkommen. Weißt du was, wir gehen willkommen. So, du darfst jetzt wieder ein bisschen schneller fliegen, sonst kommen wir in Trouble. Ja, mach ich. Hab ich. 125, komm schon. 1, oh mein Gott. Ich hasse den Frequenzfehlschalter. 126, das 125. Ich schau sie mal ab. Sofern wir irgendwas empfangen. Wir empfangen aber noch nichts. Oh, Left Heading. 170. Okay. Ich bin hinter dir. Und es passt auch so weit, wie ich sehe. Einigermaßen. Höhencheck, welche Heading, Höhe? Heading 165, 3600 Fuß. Scheiße. Ja, ich fliege einfach dir nach. Ich mache gerade Heading manuell. Okay. Nochmal. Okay, ich habe Sichtkontakt zu dir. Alter, noch. Der Start war richtig fail. Da habe ich ja fast schon ein schlechtes Gewissen. Alter. Hast du das gesehen? Mehr oder weniger. Ist glaube ich besser so. Heading hey, 160. Ich sag's dir mal durch. Ja, brauchst du nicht, aber ist egal. Ah, was haben wir denn hier? Einfach das möchte ich aber nicht jetzt gerade. Mein Gemisch ist. Ich bin jetzt so ziemlich konstant 1,8 Nautilus Meilen. 160 ist perfekter Kurs nach Stuttgart. Mal vom Wind abgesehen. Ja, ich flieg Pi mal Daumen hinter dir her. Okay, so lange es funktioniert. Ja. Ich sag dir dann halt ab dem Approach. Wir bleiben auf 5000, oder? Mhm. Hab ich nichts gegen einzuwenden. 137 Knoten unter deiner Info. 107, ja, bin ich auch. Okay. Oder sollen wir mal reduzieren? Nee, wir wollen ja schnell ankommen. Ja. Aber was mich gerade wundert ist, warum ich die 80s aus Stuttgart noch nicht empfangen kann.
Ja, wir haben auch eine Segelflugsektor ATIS. Hey, das ist ja geil. Die höre ich nächstes Mal auf dem Flugplatz mal ab. Nö, ich bin jetzt ein bisschen schneller gerade. Ich gehe mal schnell auf die Unicorn. 100, ich reduziere mal ein bisschen die Geschwindigkeit, ne? Oder auf welcher Geschwindigkeit bist du gerade so? Ich, 150 Knoten. Ja, 155. 153 habe ich, 154, weil wir die Höhe erreicht haben, jetzt werden wir schneller. Ja. Das ist okay. Bitch, please. Was? Ich weiß nicht, wie ich beim Communicator 2 meine Frequenz wechseln kann. Ich bin zu dumm dafür. Alter, wie die einfach rumschreien. Mike, check! Echt? Welche Frequenz? Ja, weiß ich nicht. Muss ich nachschauen gleich mal irgendwann mal. 122.10 bestimmt. Da gehe ich jetzt mal hin, ob wir da irgendwas Interessantes hören. Bleib einfach mal so weit es geht hinter dir. Ja, so werden wir recht schnell ankommen, glaube ich. Fliegen eine akzeptable Geschwindigkeit. Ja, so ungefähr die. Langsam. Zu schnell. Na, das ist okay. Wir fliegen fast die. Roten Bereich kommen. Wir fliegen so in etwa die V-Rotate-Geschwindigkeit von einem Jet. Von der 737, ob wenn sie ja, ziemlich voll beladen ist und. Ja, genau. Okay, right heading 16. Ja, ja, ich flieg dir nach. Du bist nun gerade mitten in den Wolken, also. 165, okay. Ja, gut, leichte Kursänderung, ne? Okay, 163, correction. Alter. Muss ich ja wieder ausgleichen hier. 162, also das ist voll feine Anpassung, nehmen wir dann den Kurs. Tja, und der FMC geht halt gar nichts. So. Ja, wir können ja derweil schon mal planen, wo wir dann danach hinfliegen, ne? Ja, das können wir nicht. Ich hol mir meine Map her. Eine Weltkarte und dann gucken wir das mal. So, die sieht doch schön aus. Die hat auch eine ordentliche Auflösung. Und die hat keine Städte. Die sieht schön aus. Die Auflösung ist mega. Du kannst auch übertreiben mit der Auflösung. 4500 mal 3019 Pixel. Alter. Large World Map. Also von Stuttgart, wenn wir so einigermaßen gute Flüge machen wollen, ich würde sagen, in jedem Land so etwa zwei Stationen anfliegen, würde ich sagen, oder? Hey, hier habe ich eine richtig gute Map. Dann fliegen wir als nächstes, weißt du, wofür ich wäre? Wir müssen ja nicht gerade einfach komplett fliegen, ne? Nee, müssen wir nicht. So, dass wir mal. Ich würde sagen, wir fliegen mal so. Nach. Weißt du, wo ich gerne lang fliegen würde? Ja, sag mal. Italien runter und dann nach Griechenland. Ja, habe ich auch gedacht. In Griechenland bin ich auch schon mal gelandet. Also dann fliegen wir als nächstes von Stuttgart nach Rom über die Alpen. Das wird nice. Ja, nur ob wir das mit dem hier packen. Ja, das sehen wir dann. Das war's mit dem Learjet. Learjet. Dann machen wir IFR. Also richtig Procedure hier. Dann können wir auch das mit der Geschwindigkeit viel besser machen. Wir haben gerade üblen Wind hier. Ich werde heftigst durchgeschüttelt. Du merkst es nicht, weil du Autopilot an hast. Ich schon. Ja doch, ich wackel auch so hin und her mit dem Autopilot. Das ist schon recht. Also ich wackel recht heftig. Wir können es ja mal versuchen mit der Muni. Also ich wäre dafür. Ja, können wir über die Alpen. Das wird schön. Aber da fliegen wir dann tagsüber. Ja, natürlich. Heißt, wir fliegen nach Rom. Dann würde ich sagen nach Neapel? Sizilien, können wir auch mal und dann also, runter nach Athen, rüber nach Athen. Genau, ja. Aus Athen würde ich dann sagen, fliegen wir. Flughafen in Sparta gibt's nicht, oder? Nee, leider nicht, glaube ich. YOLO. und danach? Athen gehen wir vielleicht nach Wir können Ankara. Danach
Oh, ja, ich würde sagen, ja, ich hätte jetzt vorgeschlagen. Nach Izmir rüber. Ich habe zu viel Rome Total War gespielt, deswegen wollte ich jetzt gerade sagen Byzanz, aber das kennt ja keine Sau mehr. Steht hier aber auf der Map. Ja. Heilige Scheiße. Auf jeden Fall dann durch die Türkei. Ja, also nach Istanbul meine ich. Ja, okay. Also wir fliegen auf jeden Fall durch die Türkei mit ein paar Zwischenstopps, weil die ist recht groß. Aber das ist ein Riesensprung, glaube ich, von Athen nach Istanbul. Ja, das ist echt riesig. Ich würde sagen, wir landen inzwischen in Izmir übel. Izmir übel. Alter, du guckst ja Harald Frenkel. Nein. Izmir übel, echt jetzt? Das ist echt von dem. Oh mein Gott, nein. Den hab ich echt nicht geguckt. Wenn Harald es sieht, was ich sehr bezweifle, dann Hallöchen. Ja, hey, Harald. Hey, hier rechts von uns ist irgendein Flughafen mit zwei Runways. Das ist... Es sind drei Runways, wir sind bei Frankfurt. Wir fliegen gerade an der Kontrollzone rechts, ja, gut, an der Grenze vorbei. Du kümmerst dich um die Navigation, ne? Alter, wir fliegen gerade voll an der Kontrollzone am Rand vorbei. Ich glaube, wir fliegen sogar durch. Sollten wir jetzt links abdrehen, weil sonst... Alter, was heißt Kontrollzone vorbei? Wir sind wirklich mittendrin. Nee, wir sind gerade noch am Rand, aber wir fliegen, glaube ich, am... Ach so, jetzt sehe ich. An der Spitze, nee, ich hab fliegen die falschen rein. Genau. Nicht der Luftraum Charlie und Delta, das pinke, sondern das blaue, jetzt ist, ja, ich hab mich nur, okay. Ja, doch, wir sind jetzt drin. Das wäre echt nicht gut. Wir müssten außen rumfliegen, aber no problem. Ist ja kein Verkehr. Ich kann mal den Frankfurter Turm. Obwohl, Frankfurt hat ja nachts... Tower. Ist das nach vorne eine Frankfurter-Video? Wir sind keine, Nein, wir dürfen trotzdem nicht durch, wegen IFR plus... Das ist gerade Chestnut gesagt, wir sind im Muni. Oh, ja, boah, Gewohnheit. Ja. So, hier haben wir Frankfurt Hahn und hier Frankfurt dürfen die auch nachts fliegen, ne? Ja. Ja, ja. Stuttgart dürfen die das nämlich nicht. Beziehungsweise drüber zumindest. Stuttgart hat zwei oder drei, zwei, darf, drei. Darf man dann da als nachts fliegen? Da, Alter, das ist nice. Guck mal hier durchs Fenster, das ist realistischer. Okay. Hey, der Kompass funktioniert, ja gut, mehr oder weniger. So, hier haben wir Frankfurt. Da werden wir auf unserem Rückflug, unsere Weltreise bestimmt nochmal landen, weil das möchte ich. Auf jeden Fall. Da will ich auch in echt landen. Ja. Das ist aber so teuer. Also wir fliegen, das nächste Ziel, das nächste größere Etappenziel ist Byzanz, also Istanbul. Genau. Und ich würde dann sagen, von der Türkei jetzt einfach mal so ländermäßig fliegen wir weiter nach... schwere Entscheidung. Wir können durch Ägypten. Ah, das ist aber dann schon. Wir können über die Pyramiden. Hm. Und wir könnten dann von Oman, Muscat direkt nach Indien. Ist aber ein riesiger Sprung, ne? Oh ja. Ist ja auch eine Weltreise. Ich muss mal nachdenken. Wo kommen wir dann noch hin? Also, wenn wir da runterfliegen, möchte ich auf jeden Fall in Abu Dhabi landen. Eigentlich wäre es schon nice, da runter zu fliegen, weil... Ja, fliegen wir da unten. Ich meine, wenn wir von Byzanz weiter nach... Ich stelle mir jetzt mal so eine Weltkarte vor, wenn wir nach links fliegen... Also ich sag immer Byzanz, tut mir leid, ich meine natürlich Istanbul. Wenn wir davon links fliegen, oder links oben, ist recht langweilig. Ich glaube, da kommt nicht allzu viel. Nee, da gehen wir doch lieber unten rum. Mhm. Also ich möchte auf jeden Fall dann auch in Abu Dhabi landen. Vielleicht auch in Dubai wäre auch interessant. Da haben wir nämlich dann zwischendrin auch einen ganz kurzen Flug. Mhm. Können wir dann wirklich nach Sichtflugregeln machen, ohne IFR-Procedure, Scheißdreck und so. Ja. Das heißt, einfach nur per Hand runterfliegen. Bei schönem Wetter ist doch nice. Wir sind übrigens immer auf dem gleichen Server mit echtem Wetter und Echtzeit. Ja. Und dann würde ich sagen, von Dubai nach Muscat an der Küste entlang. Mhm. Am Golf von Oman. Oh Mann. Und dann von Muscat rüber nach Indien, nach Mumbai, das ist ein Megastück. Ja gut, wir müssen ja nicht immer, wenn es so längere Flüge sind, dann müssen wir nicht immer die Muni nehmen. Eventuell nehmen wir dann auch mal was Schnelleres. Mhm. Irgendwie, dass wir dann mal zusammen in einer 737 fliegen. Ja, das können wir auch mal. Einfach damit wir so Flüge übers Wasser, das ist tödlich. Also von Mumbai aus gehen wir dann Stück für Stück durchs Land hoch, nach New Delhi. Und dann nach rechts durch Nepal nach Bhutan. Sagen wir, alle Flüge unter 500 Meilen machen wir mit der Muni.
So, hier sind wir wieder im recht windigen Deutschland. Und wir sind noch 43 Meilen vor Stuttgart, sind auf Flight Level 75 gestiegen. Und ja, soweit so gut. Es ist immer noch total beschissenes Wetter. Übel windig. Extremst. Wir hatten mega Windstöße, ja. Er wurde einfach mal so 300 Fuß nach unten geschmissen, also 300 Fuß, 100 Meter. Genau. Und dann war ich plötzlich ganz schön weit über ihm. Aber jetzt sind wir auf 7500 wieder, also wir sind gestiegen. Ja, Flight Level 75. Einfach weil wir glauben, dass hier oben der Wind besser ist, aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es nicht so ist. Habe ich dir doch gesagt, dass es nicht so ist. Das ist nicht. Der Wind wird oben nicht besser, aber. Nicht besser, aber ein bisschen. Reduzier mal deine Geschwindigkeit weiter. Okay. Schau mal, dass du so auf 140 kommst, zeitweise. Du darfst dann ja wieder schneller. Weil du bist jetzt schon 2,8 voraus. Ja, du kannst mich langsam einholen, ich gehe auf so 160. Ja, 160 packe ich gerade so mit dem, was ich jetzt habe. So, dann gehe ich auf 150. Ja. Ja, ist auch nicht, ich habe eigentlich nicht groß was geändert. Keine Ahnung. Also wir haben noch 38,3 Meilen. Ja, Maulen auch. Ist doch ein toller erster Flug, ne? Mitten in der Nacht vor allen Dingen. Mhm. Ich bin überrascht, dass es so professionell klappt. Ich auch. 2,7. Wir können uns ja mal beim Stuttgarter Turm melden. Vielleicht kriegen wir eine Antwort. Ich glaube ja nicht. Ich glaube auch nicht, aber... 2,6. So, just for fun. Ich transmitte sogar, vielleicht hockt ja wirklich so ein Typ drin und denkt, ha, den schnapp ich mir, wenn er da ist. Und dann denkt er so, holy shit, how the fuck did he know? Wir sind immer noch auf Heading 166, ne? CC. Alles klar. Affirmative. So, ich kontaktiere Le inaktiven Tower. Stuttgart Tower, Mooney, 4951 Alpha, 35 miles south. Correction North, inbound to land runway 07 ILS. 2,4. Was ist mit 2,4? Distanz zwischen uns. Ja, okay. Du kannst schon wieder einen Tick schneller fliegen. Stuttgart Tower 4951 Alpha, do you read? Ist keiner drin. You don't say. Dann schau mal, dass du so auf 155 kommst. Du weißt was, wir machen aber Traffic-Ansage auf der Unicom. Können wir machen. Hier steht sogar Announced Traffic when no ATC. 122.8. Du kannst dann ja für zwei Flugzeuge direkt machen. Ja, was ist dein Cross-Sign? November 192. Okay. Bei 3. Ja. Warte mal, wir kommen schon von Norden, ne? Wir fliegen ja 160. Ja, wir kommen von Norden. Ich vertraue dir ja gerade blind. So, ich sag einfach mal. Ich sag einfach mal nur für meins. Du bist ja direkt hinter mir und hier wird keiner unterwegs sein. Was soll ich denn sagen? Traffic. Stuttgart Traffic. Ja. Erzähl denen einfach von dem Verkehr, den du nie hast. Mein Gott. Ja, nee, scheiß auf jeden Fall. Komm, erst später. Ja. Ja, ja, wir müssen übrigens mal noch ziemlich weit weg. Nee, lass mal dein Barometer auf. Lass mal dein Q&A schön eingestellt, weil eigentlich müssten wir nach dem Transition Level ja auf Standard gehen, dass wir eben die gleiche Höhe wie andere haben, auch für die Loten und so, aber da wir hier keine haben, können wir auch auf dem jetzt bleiben, dass wir jetzt hier keine großen Unterschiede haben. Aber der Wind ist einfach immer noch übel extrem. Ja,
Wenn man sich die Flügel mal anguckt, das wackelt hin und her wie nichts mit Autos. Schade, dass wir keinen Turm haben, sonst könnten wir mal gucken. Ja, jetzt kommt bei mir natürlich auch der. Warte mal, was sind die ATIS vom nächsten Flughafen? Was ist denn der nächste Flughafen? Stuttgart müssten wir doch langsam eigentlich empfangen, ich gehe mal drauf. Ja, dann sag mir mal, Wind, ich habe jetzt keinen Bock da drauf zu gehen. Aber ich ahne Schlimmes. Wenn wir bei der Landung dann irgendwie seitlich 20 Knoten haben mit der Maschine, wird das schwierig. Oh komm, wir haben hier keine ATIS, was soll das? 2-7 bitte ein bisschen langsamer. Warum keine Windinformationen? Hey, wir haben da ein kleines Sperrgebiet links neben uns. Wahrscheinlich ist das Windmessgerät weggeflogen. Wegen Wind. Oh mein Gott. Richtig Hammer. No wind information available. Wir haben hier links vor uns 11 Uhr ein Sperrgebiet. Mhm. Fliegen wir eiskalt durch, komm. Ja, auf jeden Fall nein. Hm? Natürlich nicht. Wir fliegen doch dran vorbei laut Plan. Ist doch alles okay. Ja, ich bin ein bisschen weiter links als du. Du fliegst wahrscheinlich voll durch. Naja. Ja, so weit links bin ich jetzt auch nicht, aber... Aha, Merlin has left the game. Oh nein. Nein, wer ist Merlin? Warum haben wir eigentlich keine ATIS? Was soll denn das? Ich guck mal nach der... ATIS von Frankfurt. Wenn das im Fenstermodus ist, kann ich dann irgendwo auf ein anderes Tab, ohne dass der FSX pausiert? Wenn du das anhast oder aushast, je nachdem, ob du das anhast oder aushast, geh einfach mal raus und dann wieder rein, dann siehst du ja unten, ob noch Pause ist oder nicht. Halt immer, was behalte ich mal im Auge, was ändert sich hier ständig, ja, irgendwie die Geschwindigkeit. Nein, unten links steht es dann ja, wenn Pause ist. Die Pause bleibt ja dann. Ach so, ja gut, dann kann ich auf den Desk. 18 is 1025. 18 is 1025, haben wir Frankfurt. Ah, ja, ich empfange eine. 0045. Wind 013 degrees 9 knots. Visibility 9999, light rain. Temperature 6.25, altimeter 29, ILS, runway 7, left visual, runway 8, bite in, ILS, runway 7, left runway 7, bite VFR aircraft, city direction of flight, all aircraft feedback, short instruction, advise controller on initial contact, you have Juliet. Sonst wird das schlimm enden. So, wir nehmen jetzt die Frankfurter ATIS für so Basic-Informationen, die uns jetzt spezifisch auf Frankfurt, auf Stuttgart nicht so wirklich zutreffen, aber so von der Temperatur, von den Wolken her und vom Wind so circa auch. Geschwindigkeit. Sonst entfernen wir uns immer weiter voneinander, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Oh mein Gott. Wir haben hier ein VOR, Lima Bravo Uniform. Ja. Und wir fliegen hier gerade in den Luftraum ein. Luftraum links Delta. Von mir müsste jetzt das Sperrgebiet sein, ne? Ja, und jetzt kommt bei mir, jetzt kommt hier irgendwo ein großer Flughafen. Ich frage nur noch 17 Meilen. Wer da ein Sperrgebiet hingepackt hat, wahrscheinlich hat er einen irgendwie einen Kuhstall gekauft und will seine Kühe vor illegalen Flugzeug Chemikalien Kuhvernichtungstests schützen oder sowas. Mein Gott, wir haben hier glaube ich schon in Stuttgart jetzt. Ey, was für ein Fluss ist das da unten? Dann wird es wahrscheinlich Neckar sein. Ja. Lima Bravo Uniform, Echo Delta Sierra Hotel, Echo Delta Tango Quebec. Gucken wir mal, was Echo Delta Tango Quebec ist. Flugplatz Pattonville, fördere Stuttgart. So, wir sind. Oh mein Gott! Kurz vor Stuttgart. Alter, da hat gerade einer über ATC bei mir Musik eingespielt. Welche Frequenz? Oh mein Gott, ich höre dich nicht, das ist viel zu laut. Alter, was macht der? Geh von der Frequenz. Alter. Okay,
ich weiß nicht. Läuft irgendwelche Musik. Ja, Alter, ich finde es aber chillig. Nein, aber mach mal, wir müssen jetzt anfliegen. Ja, ich gehe jetzt right. Das war nur zeitweise. Right heading 230. Okay. Da folge ich dir natürlich. Und dann natürlich hier auch sinken auf 4000 feet. Mit Sink Rate 800 feet per minute. Auf 3000? Bisschen reduzieren. Nein, auf 4000. 800, okay. Perfekt. Ich drehe aber jetzt natürlich viel früher rein als du. Warte, Heading 220. Okay. Oh, ich bin ein bisschen vertan. Enorm. Ja, ich fliege dir einfach nach, okay. Ja, wir fliegen jetzt erstmal. Wir fliegen jetzt unter Luftraum Charlie über Stuttgart und dann da hinten in die Kontrollzone Delta rein. Alter, der Typ sollte ins Bett gehen. Wir brettern da jetzt über, ich glaube, Sierra rein. Ich fliege dir einfach nach. Schau mal, dass du die Geschwindigkeit so 160 reinkriegst. Kann ich versuchen. Ich kann eh vom Schub, weil wir hier so eben anfliegen, ne? Ja. Oh, das war grad. Stell dir vor, der ganze Luftraum über Deutschland ist für uns gesperrt, dann wäre das so in etwa das Szenario. Für uns oder für alle anderen? Für uns. Ja, nee, dann dürften wir ja nicht fliegen. Ja, nee, wenn es nur für uns frei wäre irgendwie. Ja, dann wäre es ja für alle anderen gesperrt. Wir transportieren Bioware. Ja, du hast recht, Bioware. Wir transportieren die Eier für Frau Müller. Okay. Okay. Nicht Frau Müllers Eier, sondern die Eier für sie. Sie will einen Kuchen backen. Huch. So, ich reduziere mal den Schub. Ich mach mal Squawk VFR schnell. Ja. Mach ruhig. Lass die Zeit. So, dann fliegen hier dann bei dem Dingens hier, dass mir so circa. Ich bin so auf 6000 Fuß, passt das? Vor dem, so auf halbem Weg zum NDB gehen wir jetzt nach links. 2000 Fuß. 6000 Fuß, ja, passt. Ich bin ein bisschen unter dir. Ich gehe jetzt left heading. Alter, ich sehe dich kaum noch, du bist durch eine Wolke durch. One. Lass mich rechnen. Wir haben 07. Irgendwas. 073. Das heißt, wir gehen. Oh mein Gott, bin ich gerade so schlecht im Rechnen oder was? 163 natürlich. 163, dann sind wir im Left Downwind Runway 07. Du musst jetzt, glaube ich, Geschwindigkeit. Wie schnell fliegst du gerade? 151 Knoten. Boah, ich muss richtig runter von der Geschwindigkeit, sonst überhole ich dich gleich. Oh mein Gott. Du kommst schon hinterher, ne? Ja, ja. Geh auf GPS und guck, dass du eben dein Zeug siehst. So. Guck mal, Landing Stuttgart. Jetzt sehe ich's. Ja, Landing Procedure. Wir fliegen jetzt so circa auf den NDB Sierra Yankee drauf zu. Mhm. Ich mache schon mal Landing. Wir landen direkt hintereinander, würde ich sagen. Ja. Guck halt, dass du ein bisschen langsamer bist. Mach du Short Landing, ich mache Long Landing. Mhm. Du drehst dann rechts rein, ne? Links rein. Ja. Achso, ja, rechts vom. Nein, auch links. Ja, ich folge. Wir landen auf der 7. Ja, passt. Ich bin auch gerade so von der Perspektive her ein bisschen verwirrt. So, also wir haben Landing Lights on, Mixture Rich, Prop Setting. Ist okay, ja. Muss mir keine Tipps geben, FSX, ich weiß, wie ich landen muss. So, ja, wir fliegen genau auf den NDB zu. Perfekt. Dann drehen wir beim NDB, drehen wir dann links. Ja. Also guck du auch, du was siehst ja den NDB. Was war das Kürzel für den? Sierra Yankee. Alles klar. Sierra Yankee. Und mach die Flaps erst recht spät, weil wir haben. Ja. Und lande mit 1 oder ohne. Ja, mit 1. Ich würde sagen, wir sinken jetzt mal ein bisschen noch weiter. 3000. 3200. Alles klar. Das ist gut für den Beginn des Anflugs. Immer noch mit Vertical Speed 800 Fuß pro Minute. Mhm. Circa 150 Knoten habe ich. Ich habe 130. Ich gebe mal ein bisschen Schub hier. Nein, nee, du kannst dir Zeit lassen. Ich habe hier ILS auch established und so.
Also ILS eingestellt. Wir müssten eigentlich nach Rounds per Minute gehen. Ich könnte eigentlich auch ein ILS machen, aber... Nicht nach Geschwindigkeit. Bei uns, wenn wir jetzt abgleichen. Rotations per Minute, ja. 2, 5, 7, 4. 2, 5, 7, 5. Ja, bei mir auch jetzt. Es wechselt immer zwischen 4, 5, 6. Hey, das mit dem NDB klappt sogar recht gut hier. Fliegen voll auf den NDB zu. Also beim NDB links. Mhm. Auf in Final Approach. Stell dich vom Navigationsgerät. Next NDB, turn right. Heading muss ja auch noch dazu, ey. Ja, nö, das brauchen wir nicht. Hey, da hinten ist der Viewer. Ah, da unten, ich sehe die Autobahn da unten. Hier habe ich so vielleicht sogar noch ein paar Ortskenntnisse, so ein bisschen. Oh mein Gott, da ist der Runway, heilige. Heilige Mutter Maria, Gottes. So, Gottes. Left Heading 073, da ist nämlich echt schon der Runway. Alter, dann, ja, ich habe ein bisschen Distanz jetzt auf dich, von daher geht das. Ich fahre jetzt mal die Flaps aus hier. Flaps 1. Ich mache hier mal den Autopilot aus. Ja, das mache ich jetzt auch. Weil das ist jetzt hier echt mega brenzlig. Brenzelig? Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Oh mein Gott, das ist gar nicht gut. Oh, gear down. Ich oh mein Gott, nur, ich dass du dich beeilst. Fucking die Orientierung verloren. Ja, dann zieh hoch und ich lande. Okay. Nein, da ist er. Oh mein Gott, ich bin gerade richtig. So, gear down. Flaps oh mein Gott, one. Du bist aber ganz schön knapp. Du bist quasi neben mir. Ja, ich bin gerade echt blöd reingedreht. Das war echt scheiße. So, jetzt habe ich's established. Oh Gott, ich glaube, wir landen gleichzeitig. Slow, du bist in down. Ja, ich bin hey, der Wind schon ist hier im recht Short still. Final quasi. Ach, ich sehe dich bin jetzt. Noch, ich passt. Bin noch im Long Final. Wie kannst du im Short Final sein, ey? Alter. So. Du bist aber ganz schön hoch noch, ne? Ja, ich weiß. Aber die Speed Brakes. Oh so mein Gott, deine Landung. Wenn ich mir das jetzt so angucke, dann... Nee, nee, das passt schon. Da bin ich ja Profi hier gerade. Ich mach ja Long Landing, du machst Short Landing. Ja. Mixed Rich Landing Lights on. Established, Clearance, Received. Natürlich. Ah, oh, es fängt doch noch an zu pissen, ey. Ich mache ja Long Landing, ne? Also passt das eigentlich schon, was ich hier mache. Ja, wir sind auch ein bisschen weit auseinander, merke ich gerade. Aber man schätzt es immer falsch ein in der Luft, aber jetzt auf Distanz. Ja, in echt schätzt man das nicht so falsch ein. Wir sind auf eine Meile sind wir unterschiedlich. Ich glaube, das passt schon. Dreh dann halt recht schnell rechts. Ja, ich meine, die Echten kommen auch sehr knapp rein bei viel Verkehr. Ja, natürlich. Vor allem du musst dann immer, mit der Cessna musst du immer zwischen den Großen landen. Das ist schon... Ja, wir gehen alle Left Next Taxiway, ne? Haben viel mehr Verkehr. Alter. Was denn? Wir gehen alle Left Next Taxi, also nächstmögliche für dich, nächstmögliche für mich. Ich mache Long Landing. Ja. Das heißt, ich schwebe hier noch so ein Stückchen, bevor ich aufsetze. Und jetzt gehe ich runter. Ich bin nicht, ja. Dass du hinter mir schön Platz hast. Ja, ich habe genügend Platz. So, ich komme jetzt perfekt rein hier. Du kannst dich ja mal nach hinten umdrehen. Oh mein Gott, ich habe gerade bei deinem Namen irgendwas mit YOLO gelesen. Irgendwie bin ich YOLO. Nicht ganz sauber, ja. Alter, der Wind hier unten ist da schon recht. Der kommt von rechts. So, ich bin unten. Ich auch. Ich mache hier Long Landing. Ne? Ich roll recht weit. Ich roll dir nach. Kannst ruhig auch früher raus mitsehen und ist dann eher auf dem Taxiway. Ich gehe jetzt hier links auf Charlie, Whisky, ne? Okay? Ja, hier ist Whisky, also ich rolle. Ich gehe auf Charlie. Ja, ich rolle einfach lass weiter. Lass die Landing Lights einfach an, weil die Taxi Lights, die wollen irgendwie nicht, dass wir hier auch was sehen. So, dann sind wir in Stuttgart. Der nächste Flug nach Rom wird scheiße geil. Ja, wir nehmen Learjet, würde ich sagen. Machen hier richtig VFR Procedure. Ich würde sagen, wir nehmen ein Learjet, weil mit Learjets so zu manövrieren, ja, wenn das, wie mit wenn den Moonies ist. Wenn das funktioniert. Ja, mit Moonies so zu manövrieren, das ist... Ja, also ich würde sagen, wir nehmen so oft wie möglich diese Moonie, weil ich möchte eben dieses G1000, das Garmin, mich damit einarbeiten. Also eigentlich wäre das schon eine nette Idee, mit der Moonie da drüber zu fliegen. Über die Alpen, ja, das ist eigentlich schon was. Wir können ja in eine Moonie gehen. Ich glaube, wir packen das auch, wenn wir das so... Ja gut, eine Moonie ist langweilig. Ja, oder du machst auch den Flugplan rein, dann
können wir auch ein bisschen weiter auseinander. Dann ja, müssen wir das mit der Geschwindigkeit. Und dann kannst du den Autopilot benutzen, wenn das Wetter besser ist. Ich kann mir vorstellen, wenn wir über die Alpen fliegen, dann bauen wir auch ziemlich viel Scheiß, wenn jeder mit einer Muni rumfliegt. Ja, wir können ja ein paar Runden drüber drehen. Wir verlieren ja nicht unbedingt gleich die Orientierung. So schlecht sind wir nicht. Alter, der Wind ist, aber das merkt man. Ach so, übrigens, ich habe mir jetzt auch die PMDG MD-11 geholt. Das tust du auch, Jonas. Okay, mache ich. Weil McDonald's. Ich habe das Gefühl, die ist awesome. Ja. So, ich sehe hier. Ich habe das Gefühl, die ist recht awesome. Delta. Ich wollte nicht schnell. Ja, komm einfach mal raus bei Delta und kannst du mir hinterher. Ja. Ich roll zum General Aviation Terminal, okay? Ja, lass dir Zeit. Okay, ich gehe dann hier rechts auf Echo. Also bei Sierra gehe ich rechts auf Echo. Das ist jetzt was, wir machen natürlich nicht komplett professionell, aber eben ansatzweise. Ja. Ich glaube auch nicht so. Ach so, und sobald das Wetter in Deutschland zulässt, sobald ich dann eben mehr oder weniger mal zu den Alleinflügen irgendwann kommen sollte, oder eben lang genug fliegt, dass ich auch mal die GoPro reinhauen kann in den Segelflieger, dann werde ich auch Real-Life-Videos machen. Oh yeah. Wir gehen dann von Echo auf November links. Dann kommen wir irgendwann zum General Aviation. Ach, und ich habe am Freitag WZF-Prüfung. Mhm. Nur so by the way, für die, die es wissen wollen. Und wir haben 3.04 Uhr. Hier ist Christine irgendwas mit den Nachrichten. Wir haben sehr heftigen... 3.04 Uhr bei dir? Bei mir ist gerade 2.58 Uhr. Okay, ja, bei mir am PC auch. Ja, das ist mein iPad, das hat immer falsche Uhrzeit. Dann so, ich darfst warte du ja noch nicht mit den Nachrichten anfangen. Ja, nee, wir informieren sie immer. Sie sind immer bei uns 5 Minuten früher informiert. Fünf In diesem Minuten? Fall 2 Minuten natürlich. Bei uns sind sie immer informiert, bevor die Nachrichten überhaupt entstanden sind. Na komm, okay, dann machen wir es halt hier gleich im Flugstil. Stuttgart Airport Information, Kilo Observation Time 0158 Zulu. Ist ja UTC, ist eine Stunde früher. Wind 0131 degrees, 900 knots. Gusting at direkt hinter 12 knots. Wir gehen dann. Ah, okay, dann gehen wir hier rechts. Gusting at 12 knots, QNH. I don't actually know, Altimeter or QNH 2988 an inch in Baro, was zur Hölle, in Hektopascal weiß ich jetzt nicht. Clouds 6 octa stratocumulus at 3000 feet, 8 octa altocumulus at, keine Ahnung wie viel feet. Hektopascal müssten so etwa 1016 sein. Ja, das kann gut sein. So, ich gehe hier einfach mal links auf den ersten, du gehst einfach rechts neben mich, okay? Auf den nächstbesten dann. Hier habe ich angefangen mit BZF. Also an der Parkposition beim Sprechen. Ja. Dann parkst du einfach neben mir. So. Erfolgreich. Kannst auch direkt neben mir, sollst nur nicht in meine Tragfläche rein, ist ja, also okay. Ja, das krieg ich hin. Das ich mach mal hier die Recog und Strobes aus. Also jetzt sieht's zum Schluss nochmal einen richtig geilen Crash. Oh, bitte nicht. Ja, auch mal die Landing Lights aus. Ich lasse mein Zeug einfach an, aus Protest. Ja, tu das. Okay, dann nicht. Ja, keine Ahnung, mach mal aus, oder? Ich hab ausgemacht, die Lichter. Ja, also ich mach's Flugzeug aus, oder? Ja, können wir machen. Sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal genau hier wieder. Also ich speichere den Flug einfach hier ab, dann können wir direkt weiter. Oder je nachdem, was wir machen. Ich speichere trotzdem mal alles sicher. So, würde ich sagen, wir machen hier... So, mein Flugzeug ist aus, juhu. Parking, Break. Ach ja, die muss ich ansetzen. Und dann können wir die Beacon Lights auch anmachen, Navigation Lights lassen wir an, weil wir Nacht haben. Dann machen wir... Checken nochmal das alles, machen unseren Magneto-Switch. Ah nein, ich will doch nicht anmachen. Also bitte. Muss ich mal kurz. Okay. Okay, ich bin verwirrt. Ja, lass dir Zeit. Ah, okay. Jetzt Physics ist wieder. Auch gerecht. So, off. Off. So, gut. Dann machen wir... Avionics Switch aus, Battery
off. Du musst das Ganze mit witziger Musik unterlegen. Tadam. 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 Da musst du nur daran denken, an der Stelle dann die Musik rauszumachen, sonst klingt das schief. Ja, natürlich. Ja, daran erinnerst du dich bestimmt gleich noch. Nicht. Ja. So, hier stehen wir in Stuttgart. Nächstes Mal sehen wir uns dann auf unserem Weg nach Rom. Genau. Von Stuttgart. Oh mein Gott. Learjet. Das wird schon gehen. Das ist so ein Flug von 2 Stunden. Mhm, dann nehmen wir dann auf jeden Fall den Learjet, weil mit der Muni sterben wir da. Ja, ich glaube auch. Also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.